Wer extrem zur Untertreibung neigt, könnte sagen, heute steht ziemlich viel auf dem Spiel, denn wir haben den Super Donnerstag. Wir haben also einen Tag, an dem sehr, sehr viele Dinge auf uns einprasseln werden, die Aktienmärkte bewegen können. Und die hatten ja gestern ein bisschen schlechte Laune. DAX über 4% im Minus, schlechtester Handelstag seit dem März. Die Amerikaner um und bei 3,5% im Minus. Die großen Indizes, was war da los? Ja, es ist die überraschende Erkenntnis, dass wir eine zweite Welle des Coronavirus haben mit dann einsetzenden Lockdown-Maßnahmen. Aber geht da mehr vor sich? Das ist die große Frage als eben nur diese Lockdown-Geschichte. Eigentlich war das ja klar, was kommt. Es war schon am Montag klar, dass am Mittwoch vermutlich solche Maßnahmen beschlossen werden. Warum also haben wir dann abverkauft, wenn eigentlich das schon vorher klar ist? Normalerweise versuchen die Aktienmärkte ja zu antizipieren. Und die Frage ist, haben Sie gestern den Lockdown antizipiert oder haben Sie etwas völlig anderes antizipiert? Jedenfalls müsste man vielleicht sagen, dass die Aktienmärkte wieder ihr großartiges Talent bewiesen haben, bestimmte Dinge vorherzusehen, die eigentlich natürlich überhaupt nicht vorhersehbar sind. Schauen wir uns das Geschehen gestern mal an. S&P 500 3,5% verloren. Jetzt sind wir praktisch auf demselben Niveau wie Ende Juli, als damals ja diese Stimulusmaßnahmen ausgelaufen sind, als die Amerikaner letzten Scheck bekommen haben for free, $1,200 einfach mal so, warum auch nicht. Da haben wir nämlich am 31. Juli geschlossen beim S&P 500 3271.12, jetzt gestern 3271.33. Also wir sehen, da haben wir jetzt praktisch ein paar Monate an Käufen egalisiert und das in relativ kurzer Zeit. Der DAX fast 1000 Punkte jetzt seit Wochenbeginn verloren. Die Amerikaner sind auch minimal im Minus, also da ist etwas passiert. Wenn wir uns die Sektoren mal anschauen, alle Sektoren mindestens 2% im Minus in den USA. Da gibt es ja 11 Sektoren im S&P und Energie mal wieder minus 4,2%. Ölpreis gestern abgerauscht, aber am stärksten eben Technologieaktien, Information Technology, minus 4,3%. Gestern ja im Prinzip alles gefallen, bis auf Staatsanleihen. Wir haben Gold unter Druck gesehen, wir haben Bitcoin nach der Rallye stark unter Druck gesehen, Silber sowieso. Also es ist so ziemlich alles runtergekommen, nur die Anleiherenditen sind nicht mehr wirklich stark gefallen. Da ist einfach zu wenig Luft scheinbar drin. Jedenfalls haben wir gesehen, dass wir gestern einen Risk-Off-Modus hatten und dass jetzt vor allem Tech abverkauft wird. Zufall, ja oder nein, wir werden sehen. Jedenfalls hatten da ein paar Herrschaften ein bisschen schlechtes Timing. Die hatten nämlich vor diesem Abverkauf ihre Shorts jetzt glattgestellt und sind sogar Long-Positionen eingegangen. Es fehlte also das Potenzial für einen Short-Squeeze. Ich hatte das kürzlich bei der Besprechung dieser Daten schon einmal erwähnt. Und jetzt ist interessant, dass wir eigentlich nur zwei Situationen haben, wo wir ähnliche Kursverläufe vor US-Wahlen gesehen haben. Das war im Jahr 1932 und im Jahr 2008. Da ist es so gewesen, dass dann die herrschende Partei oder die Partei, die den Präsidenten stellte, abgewählt wurde. Man könnte also jetzt die Frage stellen, hat Donald Trump gestern die Wahl verloren? Da werden die ganzen Trumpisten jetzt natürlich wieder im Kreise springen und schreiben, ja, ihr werdet sehen, am Dienstag wird der Trump gewinnen, haushoch, kilometerweit, ja, also wahrscheinlich wird selbst New York, Kalifornien werden Republikaner wählen, das ist sehr wahrscheinlich und da zeigt sich doch, dass die Religionsgemeinschaft Trump von alternativen Fakten durchaus beeindruckt ist und die anderen Fakten nicht so gerne zur Kenntnis nimmt. Oh, das wird jetzt wieder Stimmung geben. Aber jedenfalls sehen wir das hier in North Carolina, der Supreme Court jetzt einen Einspruch der Republikaner, der Trump-Administration geblockt hat, dass man eine Deadline macht für die Auszählung der Briefwahlstimmen. Wir haben jetzt hier eine Liste, die ich Ihnen unten mal angefügt habe, die so ein bisschen alles auf den Punkt bringt, können Sie wahrscheinlich nicht lesen, aber alles auf den Punkt bringt, was wichtig ist. Es wird ja bei dieser Wahl das komplette Abgeordnetenhaus in den USA neu gewählt, es wird ein Drittel des Senats neu gewählt und wir haben eben in den verschiedenen Bundesstaaten verschiedene Situationen. Wie lange können zum Beispiel Briefwahlstimmen noch gezählt werden? Das geht bis zu 2 Wochen nach der Wahl. Jetzt hat eben der Supreme Court, der ja
derzeit mit 5-3, nachdem Amy Barrett noch nicht dabei ist, mit 5-3 durch Republikaner besetzt ist entschieden. Ja, diese Deadline, die wird nicht verkürzt. South Carolina ist ein Staat, der ziemlich umkämpft ist, zuletzt oder vor 4 Jahren von Trump gewonnen. Diesmal liegt zumindest in Umfragen Biden leicht vorne, aber es ist sehr, sehr knapp. Das könnte so ein Zünglein an der Waage sein, ähnlich wie Pennsylvania. Natürlich Florida, dass Trump gewinnen muss, sonst ist das Spiel eh gelaufen. Also, das ist nicht gut aus Sicht von Donald Trump. Nicht gut war auch das gestrige Geschehen an den Märkten. Hier sehen wir mal ein Chart von Mike Silver, den ich sehr schätze, der gute YouTube-Videos macht. Figuring Out Money heißt sein YouTube-Kanal. Hier sehen wir, dass der S&P 500 jetzt bei diesen September-Tiefs so im Bereich 3220, 3225 eine dicke, dicke Unterstützung hat. Wir sind schon, was den RSI betrifft, den relative Stärke-Index, sind wir schon relativ überverkauft. Wir haben jetzt 2 Gaps nach oben normalerweise oder 2 Gaps jetzt über dem aktuellen Kurs. Normalerweise machen wir immer Gaps nach oben und nicht nach unten, gell? Aber jetzt haben wir halt die unglückliche Situation, dass wir jetzt abwärts Gaps haben. Die könnten gefüllt werden, könnten nochmal praktisch geschlossen werden. Aber wir sehen schon jetzt im europäischen Handel, nachdem die Asiaten praktisch wieder nichts tun, die asiatischen Märkte halten sich ja insgesamt viel besser, auch da Corona ja viel weniger ein Thema. Jedenfalls sehen wir, dass wir zunächst mal morgens jetzt im frühen europäischen Handel stark nach oben gelaufen sind, dann wieder im S&P 25 Punkte verloren haben. Also da ist schon eine gewisse Nervosität und wir sehen hier nochmal diese 2 Aufwärtsgaps und eben da diese Unterstützung bei 3220, 25, die sollte halten, sonst sieht es nicht so hübsch aus in der technischen Verfassung. Wird aber alles darauf ankommen, wie heute die Zahlen der großen Techies heute ausfallen werden. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, nicht, dass Sie das nicht sehen können. Jedenfalls hatte ich diese Grafik ja schon gezeigt, deswegen schnell nochmal rein hier. In diese Grafik. Google wird heute berichten um 22 Uhr, werden also die ersten sein. Nein, um 21 Uhr, weil wir ja die Zeit umgestellt haben. Also 21:00 Uhr, Google wird berichten. 21:05 Uhr, Facebook, Gesichtsbuch also, die Zahlen. Und dann geht es weiter, 22:10 Uhr, Amazon. Wir sehen hier die Flüsterschätzungen von der Seite earningswhispers.com. Und dann wahrscheinlich das Wichtigste, 22:30 Uhr. Apple. Wir haben jetzt, und darauf weist Sarah Poncheck hin, interessanterweise, diejenigen Firmen, die bei der Gewinnerwartung enttäuscht haben, die also da unter der Erwartung lagen, haben durchschnittlich 4,4% verloren an diesem Handelstag, wo sie dann praktisch enttäuschende Earnings per Share Zahlen gemeldet haben. Das ist das größte, die größte Bestrafung, der negativste Verlauf, den wir bisher je gesehen haben. Wir sehen also, dass sozusagen hier sofort abgestraft wird, wenn die Zahlen ein bisschen enttäuschen. Wenn wir jetzt diese 4 großen Tech-Werte sehen, dann stehen heute 5,2 Billionen Dollar praktisch im Feuer an Marktkapitalisierung. Der DAX hat 1,2 Billionen Euro. Billionen muss es ja heißen, wie ich immer wieder darauf hingewiesen werde, aber bald ich sag mal Billionen, gell? Das wird doch nicht unterschieden. Jedenfalls um und bei also das Vierfache an Marktkapitalisierung, was der DAX insgesamt auf die Waage bringt durch diese 4 amerikanischen Unternehmen. Da kann es also ganz schön rappeln nach oben oder nach unten, aber rappeln wird es wahrscheinlich tun. Und jetzt haben wir 500 Unternehmen, die in den USA berichtet haben. 83% haben die Earnings per Share Erwartung geschlagen. Ein Wunder, muss man sagen. 16% haben ihre Erwartung angehoben. Auch ein Wunder, aber wir sehen, dass die durchschnittliche Reaktion, Kursreaktion bei 0,72% liegt, also bessere Zahlen als erwartet, aber die Aktien werden trotzdem abverkauft. Vermutlich ist da einfach im Vorfeld schon ein bisschen zu viel eingepreist worden, hat man im Prinzip ja dann die positive Zukunft schon verkonsumiert. Schauen wir uns mal an, was noch auf der Agenda steht. Nicht nur die großen 4 Tech-Aktien, sondern wir haben heute Erstanträge Arbeitslosenhilfe in den USA. Wir haben aber auch vor allem das BIP, 3. Quartal, und da
haben die Trumpianer schon feuchte Träume gehabt heute Nacht, denn das wird wahrscheinlich so im Bereich plus 30, plus 31% liegen, nachdem wir im letzten Quartal ja bei minus 31,4% lagen. Und jetzt ein Appell an die Mathematik: Wenn wir also jetzt 31% steigen und im letzten Quartal 31% gefallen sind, darauf weist jetzt Catherine Rampell hin, dann sind wir nicht bei Null, sondern eben bei weniger, denn die Ausgangsbasis hat sich ja nach unten verschoben. Das heißt, wir wachsen von einem niedrigeren Niveau aus 31%, aber sind eben dennoch deutlich im Minus im Vergleich zu dem, was sozusagen vor dem zweiten Quartal der Fall war. Das sind die Abgründe der Mathematik. Mathematisch interessant auch, wenn wir jetzt mal auf die Trump-Ära blicken. Wie zum Beispiel schaut es mit den Jobs aus? Da war Trump eigentlich ganz gut unterwegs bis zur Pandemie, war an zweiter Stelle sozusagen bei der Schaffung neuer Jobs hinter Clinton, aber noch sogar vor Reagan, vor Obama. Die haben dann sozusagen konstant zulegen können. Trump hat durch Corona deutlich abgebaut. Was aber auffällig ist, dass unter Trump die Löhne sehr, sehr stark gestiegen sind. Also man gönnt sich etwas mehr in den USA, nachdem man schon ohnehin über seine Verhältnisse lebt. Kann man ja auch dann praktisch sagen, jetzt ist eh schon wurscht. Ne? Dann zahlen wir uns halt höhere Löhne aus. Es zahlen ja nur die anderen. Also da sehen wir, dass man da sehr, sehr stark zugegriffen hat unter der Trump-Administration. Und wir haben nicht nur Daten aus den USA und die vier Tech-Werte, sondern wir haben la EZB, die natürlich jetzt eigentlich signalisiert hat, ja, auf der Oktobersitzung, da passiert nichts. Jetzt ist man natürlich ein bisschen verunsichert. Jetzt rappelt es wieder. Jetzt haben wir diese zweite Corona-Welle, haben Lockdowns. Jetzt wird man da natürlich nervös. Aber die Zeit wird zu kurz gewesen sein, vermutlich für die EZB. Jetzt noch schnell ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Hier hat ING, die Bank, mal eine Zusammenfassung gemacht, was da zu erwarten ist, wie derzeit der Stand ist in Sachen Inflation. Da sagt die EZB ja, der Ausblick ist bei in Sachen Inflation ist mit vielen Unsicherheiten versehen. Man sagt in Sachen Wachstum, ja, wir gehen davon aus, dass dann das Wachstum anziehen wird. Das dürfte sich jetzt deutlich wieder in Richtung dovischer Rhetorik nach unten drehen sozusagen. Man wird jetzt deutlich skeptischer sein in Sachen Ausblick. Man wird wahrscheinlich sagen, high degree of uncertainty, also hoher Grad an Unsicherheit für den Ausblick, Risiken auf der Unterseite. Man wird wahrscheinlich auch die Inflationsrhetorik ein bisschen nach unten nehmen, dass man sagt, ja, von Inflation, zumindest von Verbraucherpreisinflation. Auf der anderen Seite haben wir eine geradezu explodierende Inflation in Sachen Assets, Vermögensassets wie Immobilien zum Beispiel. Aber die werden glücklicherweise nicht in die Inflation gezählt, gell? Und dadurch kann man eben so tun, als wäre nichts, als müsste man immer weitermachen. Hier sind noch ein paar Szenarien in Sachen Zinsen. Pep, das ist ja dieses Rettungsprogramm, Pep Guardiola. Und wir haben dann von ING eben noch ein Szenario, was bei hawkischen, was bei dovischen Szenarien passiert. Die hawkischen sind im Grunde vom Tisch. Hawkisch ist das Gegenteil von dovish, also praktisch, dass man sagt, guter Ausblick, deswegen eher Zinsen anheben, deswegen praktisch hier optimistisch sich äußern. Dovish ist genau das Gegenteil davon und hier ist natürlich heute eine dovische Rhetorik zu erwarten, gar keine Frage. Die Frage ist nur, wird man jetzt schon direkt für Dezember was ankündigen? Das ist das, was eigentlich die Märkte erwarten. Also super Donnerstag heute, es wird rappeln. Wenn Sie wissen wollen, was da abläuft, dann kann ich Sie nur animieren, auf finanzmarktwelt.de zu gehen. Wir werden heute Abend auch die Zahlen dann ab 21 Uhr der großen Tech-Konzerne, natürlich vor allem Apple, Amazon und wie sie alle heißen, Gesichtsbuch werden wir alle bringen. Schauen Sie da rein, schauen Sie die US-BIP-Zahlen an, das wird wichtig, die EZB wird wichtig. Bei uns werden Sie geholfen. Ich sage Ihnen Servus und Ciao.